Das haben wir und insbesondere unser Justizminister in den 3 Jahren dieser Legislaturperiode gezeigt. Mit der Mietpreisbremse haben wir im Mietrecht eine überfällige Lücke geschlossen, damit nicht nur Mieterhöhungen während eines laufenden Mietverhältnisses, sondern auch bei Mieterwechsel gedeckelt sind. Das war richtig. Wir haben die Mieter in den meisten Fällen von den Maklergebühren befreit. Und weil hier die Mietpreisbremse immer wieder in Zweifel gezogen wurde, lesen Sie doch, was über die Mietpreisbremse geschrieben wird. Die FAZ schreibt schon im Dezember 2014, Mietpreisbremse wirkt flächendeckend. Die Berliner Zeitung schreibt, Wohnen in Berlin, die Mietpreisbremse wirkt. Die Münchner Abendzeitung schreibt, Mietpreisbremse wirkt, Münchens Mieten bleiben stabil. Und auch im Hamburger Abendblatt ist davon zu lesen, dass in Hamburg die Mietpreisbremse wirkt. Ohne zu sagen, dass wir hier nichts verbessern können, kann man, glaube ich, sagen, das war eine richtige und wichtige Maßnahme, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mit dem Gesetz gegen Doping ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Doping im Sport geschaffen. Wir haben Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Rechte bei Bankgeschäften und Kreditverträgen gegeben. Wir haben die strafrechtlichen Lücken bei der Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen geschlossen. Wir haben die Frauenquote in den Aufsichtsräten geschaffen. Wir haben den strafrechtlichen Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch verbessert. Und wir haben ein modernes Sexualstrafrecht geschaffen und Strafrechtslücken auch hier geschlossen. Sexueller Missbrauch wird zukünftig lückenlos strafrechtlich geschützt sein. Kurzum, all das sind große Erfolge der SPD-Fraktion und von Minister Maas. Wir haben diese Verbesserungen für die Bürger durchgesetzt, gelegentlich gegen den Widerstand unserer politischen Lebensabschnittsgefährten. Aber wir haben das gemacht, weil das alles richtige Maßnahmen war. Und deshalb waren wir rechtspolitisch auf einem sehr guten Weg in dieser Legislaturperiode, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Und wir, jedenfalls in der SPD, haben rechtspolitisch auch noch eine ganze Menge vor. Wir wollen, dass der Mieter Auskunft darüber bekommt, was sein Vorgänger oder seine Vorgängerin an Miete bezahlt hat. Wir wollen eine breitere Basis für den Mietspiegel schaffen und wir wollen gegen die schwarzen Schafe unter den Vermietern vorgehen, die die Mieter abzocken, so wie leider auch allzu oft in Berlin, indem wir das Wirtschaftsstrafgesetzbuch entsprechend zu einem effektiven Straftatbestand gegen Mietwucher umgestalten. Und ich hoffe, dass wir hier die Kolleginnen und Kollegen von der Union bald überzeugen, dass wir nicht nur im Wahlkampf von Herrn Heilmann Konzepte vorgelegt bekommen, sondern dass insbesondere die Berliner Unionsbundestagskollegen dem zustimmen, gerade in Berlin sind die Verbesserungen im Mietrecht für die Mieterinnen und Mieter ganz besonders wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rechtspolitik ist in der Tat immer auch Gesellschaftspolitik. Und wenn die Gerichte in der Vergangenheit Menschen wegen abstrusen Gesetzen wie dem alten § 175 StGB in seiner alten Fassung verurteilt haben, dann ist es Aufgabe des heutigen Gesetzgebers, also von uns, hier Abhilfe zu schaffen und diese extremen Unrechtsurteile aufzuheben und damit die Menschen zu rehabilitieren, die oft ein Leben lang unter diesen Verurteilungen nach diesem unsäglichen Paragraphen gelitten haben. Ich freue mich, dass Minister Maas im Oktober einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen wird. Unser Job als Parlament wird es sein, auch im Haushalt Gelder vorzusehen, damit wir diese Menschen auch entschädigen können, wie wir es uns ja vorgenommen haben. Die Rechtspolitik findet sich dabei immer im Spannungsfeld zwischen den bürgerlichen Freiheitsrechten auf der einen Seite und der öffentlichen Sicherheit auf der anderen Seite. Wir in der SPD-Fraktion wollen, dass die Menschen in Freiheit und in Sicherheit leben können. Es stimmt, dass die Sorgen und Befürchtungen der Bürger vor Kriminalität zugenommen haben, und wir nehmen diese Sorgen sehr ernst. Aber die Antwort auf diese Verunsicherung, das können nicht Scheinlösungen oder Schnellschüsse sein oder der immer wieder geäußerte Ruf nach härteren Strafen. Nein, wir müssen die Kriminalität effektiv bekämpfen. Wir brauchen deshalb nicht den Straftatbestand der Sympathiewerbung. Schon heute ist es strafbar, wer für Terrororganisationen Werbung betreibt. Und natürlich ist es schlimm, wenn in Wohnungen eingebrochen wird. Aber der effektivste Schutz, das ist es, dass wir die Sicherungstechnik stärker fördern, wie wir es im letzten Haushalt ja durchgesetzt haben. Wir meinen, dass wir im Haushalt 2017 auch diese Beträge deutlich erhöhen sollten. Wir alle waren sicherlich geschockt von den Anschlägen in München, aber um unsere Bevölkerung vor Terror zu schützen, da brauchen wir nicht mehr Befugnisse für die Bundeswehr im Innern, sondern wir brauchen unter anderem mehr Polizei, und zwar zusätzlich zu den von uns im letzten Jahr durchgesetzten 3.000 Polizisten für die Bundespolizei, hier nochmal 3.000 und wenn es nach uns ging, nochmal 6.000 Polizisten bei den Ländernpolizeien. Das wäre effektive Sicherheitspolitik.
Und wir dürfen natürlich auch nicht den Aspekt der Prävention vernachlässigen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir für mehr öffentliche Sicherheit sorgen wollen. Wir sollten deshalb Projekte wie etwa hier in Berlin, das vorbildliche Projekt Kein Täter werden, mit weiteren Bundesmitteln unterstützen, damit dort die Arbeit fortgeführt werden kann. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir kümmern uns effektiv um die öffentliche Sicherheit, statt mit schlagzeilenträchtigen Forderungen die Bevölkerung zu verunsichern. Und dass sich das auszeichnet, das hat die SPD durch den Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt und werden wir in Berlin zeigen. Genau dort haben wir mit dieser besonnenen, aber effektiven Politik die Wahlen gewonnen. Ich halte fest, die Bundestagsfraktion der SPD hat sehr viel im rechtspolitischen Bereich durchgesetzt. Wir haben einen aktiven Justizminister Maas. Er ist schnell, wirkungsvoll und erfolgreich. Er hat 80 Gesetze mit uns zusammen durchgesetzt. Er ist ein anständiger Minister. Und deswegen gibt es für die Rücktrittsforderung von Herrn Schäuble, die absolut absurd war, überhaupt keinen Grund, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Sie sehen, dass wir einiges schon geleistet haben, dass wir noch viel vorhaben. Und ich hoffe, dass wir die Themen, die in der Rechtspolitik noch anstehen, ich habe es beschrieben, in dieser Legislaturperiode auch noch umsetzen. Wir werden uns jedenfalls im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dafür einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege Dr. Volker Ulrich das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Zeiten der Unsicherheit muss ein starker und wehrhafter Rechtsstaat den Menschen Halt geben. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass Polizei und Justiz sie effektiv schützen und ordentlich ausgestattet sind. Für uns ist wichtig, dass die Menschen sich sicher fühlen und sicher sind. Voraussetzung dafür ist ein wertegebundener, grundrechtsgebundener Rechtsstaat, der die Menschen schützt und der den Kampf gegen Extremismus jeglicher Couleur aufnimmt. Wir dulden weder rechtsextreme Parolen und Vorgehen gegen Flüchtlingsheime, wir dulden nicht linksextreme Gewalt auf den Straßen und wir bekämpfen auch islamistischen Terror. Wir sind auf keinem Auge blind. Das ist Voraussetzungen für den Rechtsstaat. Voraussetzung ist auch Vertrauen in die Wirkung des Rechts und seine Institutionen. Und in diesem Zusammenhang war es richtig, dass sich der Herr Bundesjustizminister von seinem Lob für eine extremistische Band, die Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte gefördert hat, distanziert hat. Ich hätte mir diese gleiche Einsicht auch gewünscht bei unserer Familienministerin Manuela Schwesig, die sich in Unkenntnis der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz sehr unzutreffend zu einem Gerichtsverfahren geäußert hat. Wir haben, meine Damen und Herren, in den letzten Jahren sehr viele gute und richtige Gesetze im Bereich der Innen- und Justizpolitik auf den Weg gebracht. Und es ist eben nicht richtig, dass allein der richtige Gesetzesvollzug notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen. Dort, wo Lücken bestehen, dort, wo unsere Freiheit gefährdet ist, muss der wehrhafte Rechtsstaat auch mit klugen und besonderen Gesetzen gegensteuern. Und das haben wir gemacht. Und ich bin froh, dass wir das Gesetz zur Speicherung von Verbindungsdaten auf den Weg gebracht haben. Das ist ein richtiges Gesetz, damit der Rechtsstaat auf Augenhöhe mit Kriminellen und Terroristen agieren kann. Wir müssen uns auch ehrlicherweise fragen, ob wir in manchen Bereichen nicht noch nachjustieren müssen, bei den Fristen oder auch bei der Frage der entsprechenden Straftaten. Ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, ist die Frage der Wohneinbruchskriminalität. Es ist ein Thema, das wir nicht kleinreden dürfen, wo wir auch nicht von vornherein sagen können, Herr Kollege Fechner, gibt es keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Wenn in eine Wohnung, in ein Haus eingebrochen wird, verletzt das die Menschen
in ihrer unmittelbaren Intimsphäre. Sie sind verunsichert, sie haben in den eigenen vier Wänden, die ihnen eigentlich Schutz geben sollten, besonders Angst und fühlen sich unsicher. Deswegen steht ein Wohneinbruchsdiebstahl in seiner kriminellen Energie einem Raub oder einem Meineid in nichts nach. Und deswegen bitten wir darum, dass wir gemeinsam den Wohnungseinbruchsdiebstahl zum Verbrechen erklären, dass es keinen minderschweren Fall gibt, sondern dass der Rechtsstaat deutlich sagt, wenn eine Wohnung einbricht, begeht eine schwere Straftat. Es ist auch wichtig, damit wir den Ermittlungsbehörden die richtigen Instrumente geben können. Einen Zugriff auf Verbindungsdaten, auch bei Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen im Falle der Wohnungskriminalität einführen, um die Menschen effektiv zu schützen, die Aufklärungsquoten zu erhöhen und damit diesem Phänomen sehr gültig den Kampf ansagen können. Und wenn wir über Wohnen sprechen, dann fällt auch ein Blick auf die Frage, wie gehen wir mit Mieten und mit der angesprochenen Mietpreisbremse um. Für uns ist eines entscheidend, und das hat heute gar niemand angesprochen. Der Kampf gegen Wohnungsnot in den Großstädten wird nicht allein über die Regulierung der Mietpreishöhe zu gewinnen sein, sondern das geht nur über den Neubau von Wohnungen. Und der Neubau von Wohnungen hat auch stets eine steuerliche Komponente. Und Sie können nicht hier, liebe Kollegen der SPD, auf der einen Seite eine Verschärfung der Mietpreisbremse einfordern, aber dann, wenn es darum geht, steuerliche Verbesserungen für den Wohnungsbau herbeizuführen, da haben Sie blockiert. Das passt nicht zusammen. Für uns ist auch klar, dass Wohnen eine sehr tragfähige Komponente der Altersvorsorge ist. Deswegen werden wir auch noch genau hinsehen, ob die jetzt stärker auftretenden Berichte einer möglichen Altersdiskriminierung im Bereich der Kreditvergabe bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie zutreffen oder nicht. Wir werden uns gegen eine Altersdiskriminierung einsetzen und deswegen müssen wir, wenn diese Berichte auch zutreffen und untermauert sind durch Fakten, gesetzgeberisch oder auf dem Verordnungsweg hier gegensteuern. Meine Damen und Herren, Sie haben auch angesprochen, Herr Minister Maas, dass wir im Bereich der Strafprozessordnung Videoübertragungen im Gericht in sehr begrenztem Umfang zulassen. Wir müssen bei dieser Frage sehr genau hinsehen, dass wir durch diese Maßnahme nicht Richter, Staatsanwälte, aber auch vor allem Zeugen unter einen Druck setzen, der einem sachgerechten Strafverfahren nicht dienlich ist. Wir müssen aufpassen, dass das Gerichtsverfahren nicht zu einer Show wird. Deswegen werden wir in diesem Bereich sehr zurückhaltend agieren. Wir brauchen aber auch, wenn es um die Frage, wie geht es bei Gericht zu, ein klares, deutliches Signal für die weltanschauliche Neutralität der Justiz. Deswegen ist die Frage, ob wir nicht im Gerichtsverfassungsgesetz ganz klar gesetzgeberisch regeln, dass Zeugen vor Gericht ihr Gesicht zeigen müssen und sich nicht verhüllen dürfen und dass auch Richter und Staatsanwälte als Zeichen der weltanschaulichen Neutralität vor Gericht kein Kopftuch tragen dürfen. Auch das wird im Gerichtsverfassungsgesetz zu regulieren sein. Meine Damen und Herren, wir leben in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft. Wir leben in einem Rechtsstaat, der die Voraussetzung für eine wehrhafte Demokratie liefert. Deswegen müssen wir diese Werte auch klar und deutlich verteidigen. Das bedeutet auch, dass wir die Toleranz nicht so weit ausdehnen dürfen, dass letzten Endes die Intoleranten gewinnen. Toleranz bedeutet für uns auch immer Toleranz für unsere Werte, für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und für Demokratie. Das ist die Richtschnur unserer Rechtspolitik. Daran werden wir uns messen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Elvira Drobinski-Weiß für die SPD-Fraktion das Wort. Und Elvira Drobinski-Weiß ist die verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren,
Heute diskutieren wir über das letzte Haushaltsjahr der 18. Legislaturperiode. Das ist für uns besonders wichtig, denn am Ende der Legislatur steht doch die Frage, was haben wir mit der Einbindung der Verbraucherpolitik in den Aufgabenbereich des früheren Bundesjustizministeriums erreicht? Waren die ergriffenen Maßnahmen richtig und vor allem sind die geschaffenen Strukturen schlagkräftig? Das Ziel, ich zitiere, ein verbraucherfreundlicher, transparenter Markt, auf dem sichere und gute Produkte unter fairen und nachhaltigen Bedingungen hergestellt und angeboten werden, Zitat Ende, war klar so im Koalitionsvertrag vorgegeben. Zugegeben, für den Einzelnen ist es oft schwierig, den Überblick über verabschiedete Gesetze und auch über neu geschaffene bzw. veränderte Strukturen zu behalten. Daher begrüße ich, dass ja die Bundesregierung auch in diesem Jahr einen verbraucherpolitischen Bericht veröffentlicht hat. Ein gutes Zeugnis für unsere Arbeit, wie ich finde, im Gegensatz zur Kollegin Ley. Für alle Interessierten ist dies nun übersichtlich nachzulesen, beispielsweise die Einsetzung des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen. Die Einbeziehung der Kompetenz von Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis ist ein wichtiger Baustein, um Verbraucherpolitik stärker an den Bedürfnissen der Verbraucher und ihren Lebenswelten ausrichten zu können. Der erfolgreiche Aufbau der Marktwächter für Finanzen und für die digitale Welt ist schon einem größeren Teil der Bevölkerung bekannt. Die Marktwächter, so wissen Sie, sollen ja der Politik aussagekräftige Ergebnisse über die tatsächliche Lage der Konsumenten am Finanzmarkt und im Bereich digitale Welt geben und strukturelle Fehlentwicklungen und Missstände an die zuständigen Behörden melden. Der Kollege Rode hat ja diese Erfolgsgeschichte bereits zitiert, sodass ich das hier nicht mehr ausführlich darlegen muss. Wir wollen natürlich bei diesem Erfolgsmodell auch die Marktwächter für andere Bereiche verstetigen und auch weitere aufbauen. Nachzulesen im Bericht ist auch, dass die Alternative, das heißt also die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten im April diesen Jahres in Kraft getreten ist. Verbraucher haben jetzt im Falle eines Streites ein niederschwelliges Angebot zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung, ohne dass der Rechtsweg beschränkt ist. Und soweit das Angebot privater Verbraucherschlichtungsstellen Lücken aufweist, fördert der Bund ja auch im Rahmen eines Pilotprojektes unter Einbindung der Länder in den Jahren 2016 bis 2019 eine privat organisierte allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle. Die fortschreitende Digitalisierung, die wirtschaftlich unbestritten viele Vorteile bringt, stellt den Verbraucherschutz bei den Themen Datenschutz und Transparenz vor große Herausforderungen. Rechtsverletzungen und noch sind sie – oh, stopp – Unternehmen erheben, verarbeiten und nutzen in immer größerem Umfang Daten von Verbrauchern. Und viele Betroffene erkennen kaum die Rechtsverletzungen, noch sind sie in der Lage, ihre Rechte durchzusetzen. Und die Erweiterung des Unterlassungsklagegesetzes, das heißt, dass Verbände künftig gegen Datenschutzverstöße klagen können, ist doch ein Meilenstein. Die Verbraucherpolitik ist, so finde ich, im BMJV angekommen. Und wir haben bereits viel für die Konsumenten erreicht. Weitere Punkte sind, die hier jetzt auch ja der Minister angeht, beispielsweise beim Thema nachhaltiger Konsum. Und hier ist das entsprechende Programm beschlossen worden. Und ich begrüße hier auch das Engagement des Ministers Maas, auch den Gedanken, Gebrauchen, aber nicht Verbrauchen voranzubringen und wünsche uns dazu ein gutes gemeinsames Gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank. Elvira Trubinski-Weiß war das für die SPD-Fraktion. Und ja, hier in der Aussprache, da wechseln sich immer sozusagen die Fachpolitiker und die Haushaltspolitiker ab, die entsprechend sich auch natürlich im Haushaltsausschuss mit diesem Einzelplan beschäftigen, mit dem Einzelplan 07. Und der Berichterstatter für diesen Einzelplan für die CDU ist Klaus-Dieter Gröhle. Er hat jetzt das letzte Wort hier zu diesem Einzelplan in der ersten Lesung. Unseres Planeten, sondern auch für den Umgang mit den Steuermitteln der Bürgerinnen und Bürger. 2014, 2015, 2016, wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Und diesen guten Ansatz haben wir uns auch vorgenommen für 2017. Keine Schulden, keine neuen Steuern, keine Steuererhöhung. Das war ein ganz klares Wahlversprechen der Union und wir lösen das ein.
Und das ist, glaube ich, wichtig, um die Glaubwürdigkeit der Menschen in die Politik und in die Institutionen zu stärken und Vertrauen herzustellen. Ich will auf das Stichwort Vertrauen nachher noch mal zurückkommen, aber mich erst mal mit einigen Zahlen im Haushalt des Justizministers beschäftigen. Ich könnte mal sagen, stabil auf hohem Niveau. Das ist etwa die Aussage 17 gegenüber 16. Positiv will ich auch einiges anmerken. Und zwar gibt es Themen, die uns Parlamentariern am Herzen gelegen haben in den letzten Beratungen, die sich im Haushaltsentwurf wiederfinden. Zum Beispiel wieder fast 600.000 Euro für das Projekt Dunkelfeld zur Bekämpfung von der Begehung möglicher Straftaten durch pädophile Männer im Vorfeld. Richtig ist auch, dass der Verein für internationale rechtliche Zusammenarbeit mit 5,65 Millionen eine höhere Förderung erhält und damit die Möglichkeit besteht, dass er rechtsstaatliche Reformen in anderen Ländern unterstützt und gestaltet und damit einen ganz kleinen Beitrag zur Beseitigung von Fluchtursachen leisten kann und die Lebensqualitäten von Menschen in anderen Ländern verbessern kann. Ebenso richtig ist es, dass im Personalhaushalt beim Generalbundesanwalt nunmehr 8 neue Planstellen für die Ermittlungsarbeit eingerichtet wurden, um gegen Terrorismus und Cyberspionage vorzugehen. Und in Anbetracht der Bedrohungsszenarien durch Islamisten auf der einen Seite, aber durch ausländische Spionage und Sabotage mittels IT-Technik wirklich ein zwingender und dringender Schritt. Und die Erfolge einer verbesserten Personalausstattung beim Generalbundesanwalt lassen sich auch ablesen. Aktuell werden in Karlsruhe 130 Verfahren gegen 190 Beschuldigte im Zusammenhang mit Straftaten im Bereich Syrien und Irak geführt. Aber ich will an der Stelle auch sagen, dass allein der Einsatz des Bundes hier nicht ausreicht. Es hat mich heute verunsichert, als ich in der Welt lesen musste, dass in mehreren Bundesländern die Zahl der steigenden Staatsschutzverfahren nicht ausreichend geführt werden können, weil es an sachkundigen Richtern und Staatsanwälten fehlt oder gar an Büroräumen und Verhandlungssälen. Das kann und darf nicht sein, meine Damen und Herren. Die Länder sind hier in der Verantwortung und die Bürgerinnen und Bürger haben, glaube ich, gerade in diesem Bereich von Straftaten, in diesem sensiblen Bereich, eine hohe Erwartungshaltung. Und da müssen auch die Bundesländer ihrer Verantwortung nachkommen, eine entsprechende Ausstattung der Justiz vornehmen. Und da wir immer alle von sprudelnden Steuereinnahmequellen reden beim Bund, die gibt es ganz genauso bei den Ländern. Und ich glaube, da dürfen die Länder sich an dieser Stelle nicht wegdrücken. Lassen Sie mich aber auch noch mal zum Etatentwurf von Minister Maas zurückkommen. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit des Ministers, damit hatte ich mich ja im letzten Jahr schon beschäftigt, ist in 2017 nicht weiter erhöht worden, sondern verbleibt auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Das heißt, ich muss meinen Vergleich hier nicht noch mal wiederholen. Sie können sich vielleicht erinnern, ich hatte damals gesagt, dass der Ansatz 2016 im Vergleich zu 2013 um 519% gestiegen ist. Also eine weitere Steigerung gibt es jetzt nicht mehr. Und ich sage auch ganz offen, Herr Minister, wenn in den weiteren Berichterstattergesprächen die Notwendigkeit für eine personelle Verstärkung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Aufsicht über twitternde Mitarbeiter benötigt wird, dann soll es an der Union an dieser Stelle nicht scheitern. Eine kritische Anmerkung kann ich mir aber im Bereich des Verbraucherschutzes nicht ganz ersparen. Der Kollege Dennis Rohde, den ich ja sonst sehr schätze, der hatte vorhin gesagt, es handelt sich um eine Erfolgsgeschichte. Das mag man politisch so sehen. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher, ob man das einfach so sagen kann oder ob man nicht diese Frage doch mal ein ganz klein wenig verstärkt untersuchen müsste. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher verstärkt werden soll. Das ist richtig, daran will ich auch gar nicht rütteln. Konsequenterweise gibt es jetzt auch ein neues Kapitel im Haushalt mit dem Titel Verbraucherpolitik, das mit 38 Millionen ausgestattet ist. Eins will ich aber an der Stelle auch schon sehr deutlich machen, dass wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von weiteren 41 Millionen für die kommenden Jahre einfach so rausreichen, ohne dass wir die Frage des Verbraucherschutzes uns mal näher anschauen, da bin ich noch nicht ganz so bereit zu. Wir sollten gucken, was mit dem bisherigen Geld geschehen ist, wie wir es eingesetzt haben und was wir wirklich erreicht haben. Weil das nur Ausgeben von Millionen für den Verbraucherschutz per se selbst ist noch kein politischer Erfolg, meine Damen und Herren, sondern wir müssen uns wirklich anschauen, was im Einzelnen tatsächlich erreicht worden ist. Wir brauchen belastbare Aussagen darüber,
Ob wir das Geld sinnvoll eingesetzt haben und ohne diesen Nachweis, sage ich ganz offen, bin ich nicht dafür, dass wir immer weitere Versprechen finanzieller Art in die Zukunft vornehmen. Eine andere Kritik, Herr Maas, kann ich Ihrem Haus auch nicht ganz ersparen. Stichwort Haushaltsreste. Das Bundesjustizministerium hat im Haushalt 14 44 Millionen nicht ausgegeben und nach 15 rübergebracht. Nun kann man sagen, ja, das Haushaltsjahr 14 war ein ganz besonderes. Wir hatten dort eine vorläufige Haushaltswirtschaft, weil der Bundestag ja erst den Haushalt beschließen musste. Okay, das verstehe ich. Dass aber im Haushalt 15 63 Millionen nicht ausgegeben wurden und nach 16 übertragen wurden und von diesen 63 Millionen mehr als 50% im Bereich der IT-Technik nicht ausgegeben worden sind, da habe ich schon mal kritische Fragen. Weil 63 Millionen ins Haushaltsjahr 16 rüberzuschieben, sind fast 10% des Haushaltsansatzes. Ich frage mich, meine Damen und Herren, warum machen wir als Parlament Haushaltsberatung im Ausschuss, hier im Plenum, wenn anschließend, nein, das hat mit Sparsamkeit nichts zu tun, Herr Kollege, wenn anschließend das Ministerium im Rahmen der Haushaltswirtschaft einfach mal so über 60 Millionen ins nächste Jahr überträgt? Und insbesondere im Bereich IT-Technik, wo uns doch die Gerichte und die Behörden immer sagen, hier haben wir Nachholbedarf. Und hier sind wir nicht modern genug, wenn in diesem Bereich das Geld nicht ausgegeben wird. Und ich sage das auch mal deshalb so kritisch, weil wenn man im Berichterstattergespräch mal im Ministerium nachfragt, könnte nicht an dem Haushaltsansatz vielleicht 100.000 Mal kürzen oder an dem 200.000, weil wir hätten an einer anderen Stelle noch was zu finanzieren, dann heißt es aus dem Ministerium immer unisono, das ist alles überhaupt nicht verzichtbar, wir sind schon so knapp ausgestattet. Also da scheinen mir Realität und Aussage noch nicht ganz im Einklang zu stehen. Und ich will ganz offen sagen, ich werde in Zukunft vierteljährlich das Ministerium nach der Ausschöpfung aller Titelansätze abfragen müssen. Das mag zwar eine hohe bürokratische Belastung sein, aber das muss dann einfach mal sein, um an der Stelle Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit tatsächlich auch umzusetzen. Ich möchte aber noch eine andere Frage aufwerfen, meine Damen und Herren. Nämlich, wie gelingt es uns, Bürgerinnen und Bürger von der Qualität unseres Rechtsstaates zu überzeugen? Was müssen wir machen, um eine erkennbare Distanz der Menschen zum Rechtsstaat und seinen Einrichtungen zu überwinden? Da gibt es das schöne Zitat, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Das stammt von Bärbel Bohley, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es drückt Kritik und Distanz aus und aktuell steigt diese Kritik und diese Distanz, weil immer mehr Menschen Zweifel an der Qualität unseres Rechtssystems haben. Viele glauben inzwischen, dass der Satz, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen, so nicht mehr wirklich besteht. Und Ralf Brinkhaus hat heute Morgen hier gesagt, in Deutschland heute zu leben, ist ja eigentlich sowas wie ein Sechser im Lotto. Das ist so, ich unterschreibe den Satz, aber er kommt bei vielen Menschen draußen offensichtlich nicht mehr an. Auf die Frage, vertrauen Sie der Justiz oder dem deutschen Rechtssystem, haben auf einer Infratest-Umfrage im Mai 2006 58% nur gesagt, ja, ich vertraue. 38% haben gesagt, ich vertraue nicht. Ich finde, diese Zahl muss uns alarmieren, weil für einen Staat wie Deutschland ist eine Zustimmungsquote von nur 60% zu wenig. Laut EU-Justizbarometer vom April 2006 halten nur 2/3 der deutschen Öffentlichkeit Gerichte und Richter für unabhängig. 1/3 meint, sie seien abhängig. Damit liegt unser Land im Vergleich zu den anderen EU-Ländern nur im Mittelfeld. Allerdings gibt fast kein Land in der Europäischen Union so viel Geld für Justiz aus wie Deutschland, Bund und Länder zusammengerechnet. Und dennoch dauert es in Deutschland durchschnittlich 192 Tage, bis in der ersten Instanz ein zivilrechtlicher Streit abgeschlossen ist, in Österreich nur 135 Tage. Ich glaube, an dieses Thema müssen wir ran, sowohl das Ministerium als auch das Parlament. Und vielleicht ist es an der Stelle auch wichtiger, dass wir uns darum kümmern, als den einen oder anderen Strafrechtsparagrafen, mit dem wir jetzt 60 Jahre in der bundesrepublikanischen Rechtsprechung gut ausgekommen sind, nunmehr überarbeiten zu müssen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das Vertrauen in Effizienz und Qualität unseres Rechtssystems nicht verloren geht. Wir diskutieren ja häufig darüber, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die in einer Paralleljustiz sich wohler fühlen. Dagegen müssen wir vorgehen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass unsere bisherige deutsche Bevölkerung nicht immer mehr Zweifel
am Rechtssystem ausdrückt und dann über Bürgerwehr oder Verweigerung, sich rechtsstaatlichen Institutionen zu stellen, möglicherweise reagiert. Es gibt im Berliner Wahlkampf eine Partei, die hat die Parole, auf Plakaten draufzustehen: Was helfen die besten Polizisten, wenn die Richter nicht funktionieren? Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wen ich meine. Eine Partei, die ich nicht gut finde. Das ist die gleiche Partei, deren Protagonist in Brandenburg nach 70 Parkverstößen öffentlich erklärt hat, er muss sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten. Das sei Nicklichkeiten. So viel zum Thema Law and Order und eigenes Rechtsverständnis. Und ich will auch gar keine funktionierenden Richter, meine Damen und Herren, weil die hatten wir schon zweimal in Deutschland, funktionierende Richter. Und das war nicht die beste Zeit für Recht und Gerechtigkeit. Aber wir müssen aufpassen, dass da draußen solche Forderungen nicht verfangen, weil wir vielleicht nicht früh genug hinschauen. Und wenn die Effizienz der Justiz dazu führt, meine Damen und Herren, wenn die Effizienz der Justiz dazu führt, dass jemand Opfer einer Straftat geworden ist, nach über einem Jahr das erste Mal eine Ladung zur Gerichtsverhandlung erhält, dann zweifelt der an der Kompetenz des Staates, das Recht durchzusetzen. Und der Straftäter wird wahrscheinlich auch glauben, so schlimm war meine Tat gar nicht, weil wenn der Staat ein Jahr braucht, um mich überhaupt zur Rechenschaft zu ziehen, dann scheint das ja nicht das Allerschlimmste gewesen zu sein. Ich glaube, da werden wir in Zukunft besser werden müssen, meine Damen und Herren. Da ist noch Luft nach oben, und das sollten wir auch dementsprechend diese Aufgabe annehmen. Herzlichen Dank.